Die Parabel P hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus bx plus 12,8 und geht durch die Punkte p minus 3, 2 und q 7, 3. Stelle eine Parabelgleichung auf. Wir haben drei Dinge gegeben. Einmal wissen wir, die Gleichung hat eine Form y ist gleich ax² plus bx plus 12,8. Andererseits wissen wir, die Punkte p und q liegen auf der Parabel. So, wie können wir die Parabelgleichung aufstellen? Überlegen wir mal, ein Scheitelpunkt ist nicht gegeben, also bringt uns die Scheitelform nichts. Wir haben hier allerdings hier oben eine Form schon gegeben, nämlich y ist gleich ax² plus bx plus 12,8. Und in diese Form setzen wir einmal den Punkt P mit seinen x- und y-Koordinaten ein und einmal mit dem Punkt setzen wir den Punkt Q ein, mit dessen x- und y-Koordinate. Also Gleichung 1, erst mit Punkt P, also die y-Koordinate für das y. 2 ist gleich, das a kennen wir nicht, mal x². Für x setzen wir die minus 3 ein, also minus 3 Quadrat. Plus b kennen wir nicht, mal kommt wieder ein x, dann nehmen wir wieder die x-Koordinate von p und zum Schluss noch plus 12,8. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Punkt q. Für y setzen wir die y-Koordinate ein, also 3 ist gleich a mal x², für x 7 einsetzen. Plus b mal 7 plus 12,8. Wir haben jetzt ein lineares Gleichungssystem, das auf verschiedene Weisen möglich ist zu lösen. Zum Beispiel mit dem grafikfähigen Taschenrechner über Tool System 2. Aber wir wollen es mal mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens lösen. Dafür müssen wir jetzt erst die Gleichungen vereinfachen und dann nach einer beliebigen Variable auflösen. So, a mal minus 3 zum Quadrat sind 9 plus, ja, das schreibe ich gleich um, b mal minus 3 ist das gleiche wie minus 3 mal b plus 12,8. Das gleiche mache ich für Gleichung 2. 3 ist gleich 7 Quadrat sind 49 plus 7b plus 12,8. So, das schreibe ich jetzt am besten auch noch schnell um. 9a minus 3b plus 12,8. Und Gleichung 2, 3 ist gleich 49a plus 7b plus 12,8. An dieser Stelle sehe ich schon, wenn ich jetzt nach a auflösen will, müsste ich durch 49 teilen. Das würde sehr schräge Zahlen geben. Gut, 7 ist auch nicht besser, aber ist etwas kleiner. Also löse ich jetzt nach b auf. Das heißt, alle anderen Zahlen kommen auf die linke Seite, also die plus 9a gehen mit minus 9a rüber und die plus 12,8 gehen mit minus 12,8 auf die linke Seite. Da habe ich da also stehen, minus 10,8 minus 9a ist gleich minus 3b. Für die zweite Gleichung mache ich das gleiche. Minus 49a minus 12,8 und dann habe ich stehen minus 9,8 minus 49a ist gleich 7b. Jetzt muss ich jeweils durch den Faktor vor b teilen, also geteilt durch in dem Fall minus 3. Dann habe ich minus 10,8 durch minus 3
Minus geteilt durch Minus ist auf jeden Fall Plus. Und für diese Zahl nehme ich jetzt den Taschenrechner her. Also du warst minus 10,8 geteilt durch 3. Ergibt 3,6. So, minus 9 geteilt durch minus 3. Minus geteilt durch minus ist plus. Und 9 geteilt durch 3 ist 3. Also 3a ist gleich b. Für die zweite Gleichung mache ich das gleiche. Geteilt durch 7. Dann erhalte ich minus geteilt durch plus ist auf jeden Fall minus. 9,8 durch 7 sind 14, 1,4. Wieder minus geteilt durch plus ist minus und 49 durch 7 sind 7a gleich b. So, dann setze ich die beiden Hälften gleich. Also Gleichung 1 ist gleich Gleichung 2. Dann habe ich 3,6 plus 3a ist gleich minus 1,4 minus 7a. An der Stelle könnte ich jetzt also den Taschenrechner verwenden, zum Beispiel mit Calc und Intersection, um ja, hier den Schnittpunkt dieser beiden gleichen Terme zu finden, oder über den Solver würde auch funktionieren. Ich gehe jetzt aber weiter mit dem Gleichsetzungsverfahren. Das heißt, ich muss jetzt nach a auflösen. Ich schaffe jetzt die minus 7a auf die linke Seite, also plus 7a. Dann habe ich hier stehen 3,6 plus 10a ist gleich minus 1,4. Und die 3,6 müssen auf die rechte Seite rüber. Also minus 3,6. Dann bleibt stehen, 10a ist gleich minus 5. Jetzt muss ich noch durch den Faktor vor a teilen. Also geteilt durch 10. Minus 5 geteilt durch 10 sind minus 0,5. So, dieses a muss ich jetzt noch in Gleichung 1 oder Gleichung 2 einsetzen. Ich suche mir die aus, die einfacher ist. Dann nehme ich jetzt Gleichung 1, schenkt sich jetzt nicht viel. Also in 1 eingesetzt, folgt daraus, ich fange jetzt wieder von rechts an, also b ist gleich 3,6 plus 3 mal a. A sind die minus 0,5. 3 mal minus 0,5 sind minus 1,5. Und das ist 2,1. So, jetzt bin ich fast fertig. Das heißt ja, ich soll eine Parabelgleichung aufstellen. Hier stelle eine Parabelgleichung auf. Und das müssen wir jetzt noch machen. Das heißt, ich nehme einfach diese Gleichung her. Das a habe ich ja ausgerechnet mit minus 0,5. Das b habe ich ausgerechnet mit 2,1. Also setze ich die beiden einfach ein und dann habe ich meine Parabelgleichung dastehen. Also noch einmal einsetzen. Y ist gleich minus 0,5 für das a mal x Quadrat plus für das b setzen wir jetzt das 2,1 ein. 2,1 mal x. Und die letzte Zahl haben wir ja eh schon gegeben. Das waren jetzt in dem Fall die 12,8. Also plus 12,8. Und damit haben wir unsere Parabelgleichung aufgestellt.